Grüß euch! Bravo, Dankeschön. Heavy Metal in seiner schönsten Form, oder? Also, das sind sie, die Wirtshaus-Philharmoniker aus Unterfranken, unsere Sieger im Wirtshaus, nein, im Wiesenmusikantenwettbewerb 2015. Am kommenden Sonntag haben sie ihren großen Auftritt im Herzkasperlzelt auf der Olden Wiesen. Aber vorher sind sie heute noch hier bei uns im Wir in Bayern Wohnzimmer. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlich willkommen natürlich auch allen zu Hause. Jetzt wollen wir natürlich schon zuerst einmal wissen, die große Abstimmung, das Finale war ja am Mittwoch. Wo und wie habt ihr das erlebt? Ja, wir haben natürlich zu Hause vorm Fernseher gesessen, ganz gespannt. Ich meine, man konnte schon immer so ungefähr ahnen durchs Internet, wo wir ungefähr stehen. Aber wie es dann wirklich bekannt war, da sind natürlich dann schon die Korken geknallt. Habt ihr alle zusammen vorm Fernseher gesessen oder jeder für sich? Leider nicht. Wir haben jeder zu Hause alleine gesessen, bei seiner Familie. Ja. Und dann habt ihr aber am Abend ein ordentliches Fass Bier aufgemacht, oder? Ja, jeder für sich dann. jeder für sich ein Fass Bier. Also, das werdet ihr uns alles gleich noch erzählen, wie ihr gefeiert habt. Und wir werden euch vor allen Dingen noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir alle freuen uns sehr mit euch und finden es total schön, dass ihr da seid. Und wir werden später hören, dass ihr nicht nur wunderbar spielen, sondern auch noch mindestens genauso schön singen könnt. Super. Kriegen wir noch eine Kostprobe von euch. Also am Sonntag ist nicht nur für euch übrigens der große Auftritt. Und jetzt das eine. Zum anderen freue ich mich sehr, dass die Wirtshausphilharmoniker heute bei mir sind. Die Sieger in unserem Wiesenmusikantenwettbewerb 2015. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, nämlich Schwaben gegen Unterfranken. Es war eine echt spannende Wahl bis zum Schluss. Und am Ende konntet ihr euch, die Wirtshausphilharmoniker aus Unterfranken, behaupten, dicht gefolgt von der schwäbischen Gruppe Blechverrückt. Insgesamt haben, du schaust mir so skeptisch an, Wolfgang, aber jetzt halt dich fest. Ja, ich finde, du schaust skeptisch. Du wartest jetzt drauf, wie viele Leute da insgesamt abgestimmt haben. Es waren fast 30.000. Ist das nicht der Hammer? Gewaltig. Gewaltig. 27.680 Zuschauer von Wir in Bayern und von BR Heimat, also vom Radiosender, haben abgestimmt und 9.254 Stimmen sind auf euch gefallen. Super, Wahnsinn. Respekt. Ja, da seid ihr jetzt selber überrascht. Dabei seid ihr selber ja nicht unschuldig an diesem Ergebnis. Denn wie durch ein Wunder haben ja in der Nacht vor der Abstimmung, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, haben sich eure Stimmen innerhalb von 5 Stunden noch mal um 1.000 erhöht. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie habt ihr das hingekriegt? Bernhard, magst du mir das sagen? Ja, wir haben natürlich gesehen, dass wir an zweiter Stelle liegen durch die Prozentzahlen. Und dann haben wir gedacht, also wir wollen das auf jeden Fall gewinnen. Und haben nochmal alles mobilisiert an Freunden, Bekannten, über unsere ganzen sämtlichen Kontakte per Internet, per WhatsApp, per Facebook, quer durch die Republik. Also wir haben ja nicht nur in Unterfranken Fans, sondern auch in Berlin, in Wilhelmshaven, sogar in Amerika. In Amerika? Wie kommt das? Ja, da haben wir auch schon gespielt. Vor 4 Jahren waren wir da und haben beim Deutschen Botschafter Oktoberfest gespielt. Und wir sind da jedes Jahr in Washington bei der Army Band und haben da gute Kontakte hin. Mhm. Ja, und die haben wir natürlich alle angeschrieben und gesagt, wir können auf dem Oktoberfest spielen, votet für uns.
Ja, super. Und die haben also natürlich auch fleißig mitgewohnt. Und was ihr gemacht habt, ist ja erlaubt. Man darf ja über die ganzen sozialen Netzwerke und so auch seine Fangemeinde aktivieren. Es ist ja alles vollkommen legal. Und es hat bei euch wirklich auch dazu geführt, dass ihr am Schluss dann ganz vorne wart. Ihr werdet uns gleich noch mehr von euch erzählen. Jetzt möchte ich aber erstmal noch unsere anderen Gäste am Tisch willkommen heißen. Willkommen sind. Jetzt sind unsere Gewinner dran, die Wiesnmusikanten 2015. Herzlichen Glückwunsch an die Wirtshaus-Philharmoniker aus Unterfranken. Spritz auf! Dankeschön. Ihr habt die Musik wirklich im Blut. So schön, euch zuzuhören. Dankeschön. Macht echt danke. Spaß. Ich würde mich gerne mit euch ein bisschen am Sofa niederlassen. Sehr gerne. Habt's Lust? Oder? Weil es macht sicher auch Spaß, sich mit euch noch weiter zu unterhalten. Obwohl eure Musik zu hören, das ist schon schön. Ihr habt das irgendwie schon von Kind auf aufgesogen, oder? Bisschen. Ja. Habt ihr alle schon als kleine Buben Musik gemacht? Ich denke, wenn man so wie wir aus Orten kommt, die vielleicht jetzt nicht die größten sind. Und da ist ein Musikverein und da wird eine gute Ausbildungsarbeit gemacht. Mhm. Dann ist man da gleich von vorne, von Anfang an, mit Feuer und Flamme dabei. Und ich denke, so war es bei uns allen auch. Ja. Jetzt seid ihr die Wirtshaus-Philharmoniker aus Unterfranken, die Sieger des Wiesnmusikantenwettbewerbs 2015. Ihr seid jetzt ja richtige Berühmtheiten in Bayern. Ich meine, das wart ihr vorher auch schon, aber jetzt ja. Seid ihr noch berühmter. Habt ihr denn schon Autogrammkarten eigentlich? Ja, Autogramm-Bierdeckel haben wir. Echt, wahr? Ja. Das ist wahrscheinlich sogar noch praktischer, gell? Weil die Leute dann mit dem Bierdeckel mehr anfangen können. Genau. Im Wirtshaus. Im Wirtshaus, also, genau. Ja, ja. Ihr seid ja im richtigen Leben Berufssoldaten oder Zeitsoldaten. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also hier herrscht Disziplin in der Truppe, ja, oder? Ja. Ja. Sagen wir mal so, was wir im Dienst nicht dürfen, das machen wir dann außerhalb des Dienstes. Verstehe. Ja, und du, Marc, du bist ja ein bisschen ausgeschert jetzt, gell? Du bist seit gestern nicht mehr bei der Truppe, sondern machst was anderes. Ich mache jetzt was anderes. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an meinen neuen Dienstherr, der mich an meinen zweiten Tag gleich entbehren kann. ich bin jetzt auf dem Landratsamt in Aschaffenburg, ja. Aha. Und du hast also da gleich gesagt, ich muss jetzt aber, übermorgen muss ich erstmal gleich wieder weg. Ja. Dringende Termine, die keinen Aufschub dulden. Ganz genau. Das ist ja nicht so ganz einfach. Nein, gell? Wie war denn das bei den anderen? Kriegt ihr jetzt dann Urlaub auf Ehrenwort, wenn ihr euch von der Truppe entfernt? Das ist immer so ein Gentleman Agreement mit dem Chef und der neue Chef. Auch jetzt an der Stelle Dank an Oberstleutnant Roland Kahle, neuer Leiter des Heeresmusikkorps aus Waldshöchheim. Der hat uns da das eingeräumt, heute kurzfristig machen zu dürfen. Da sind wir doch sehr dankbar dafür. Dem Dank schließe ich mich an. Heeresmusikkorps Veitshöchheim, wie viele seid ihr da insgesamt?
aktuell so knappe 60, weil wir Überhang haben durch die aufgelösten Musikchors der letzten zwei Jahre. So im Normalfall, wenn dann der Überhang mal weg ist, so um die 50 Musiker und ein Dirigent. Ja, wenn ihr loslegt, da geht einem dann schon das Herz auf. Aber trotzdem, eure Musik, er hat ja wirklich mit Marschmusik überhaupt nichts zu tun. Aber ihr könnt es auch, wenn es gefragt ist? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ihr seid sowieso da relativ offen, was die Musik angeht, oder Marc? Ja, wir machen eigentlich alles querbeet. Also wir schrecken davon nichts zurück, wenn wir so spielen. Also Tote Hosen oder Die Ärzte, also haben wir alles im Programm. Am liebsten natürlich traditionelle Blasmusik, aber... Was zum Beispiel spielt ihr von den Toten Hosen? Tage wie diese. Tage wie diese. Ja, genau. Auf jeden Kommt immer gut, oder? Ganz genau. Werdet ihr das auch bei der Olden Wiesn spielen? Ich denke mal wohl eher nicht. Nein. Vielleicht als Zugabe dann. Passen wir uns dann doch dem Publikum an und bleiben bei der traditionellen Bühne. Schreibt ihr eigentlich auch selber Musiktitel für eure Formation? Ja, auf jeden Fall, ja. Das machst du dann? Nein, er. Ah. Bei uns ist es so. Marc, ich sehe schon, Tausendsasser. Ja, es ist so, wir teilen uns das ein bisschen. Der Bernhard hat immer so einen Gehirnfurz und hat so eine Melodie, die ihm im Kopf rumgeht. Und ich muss dann die Arbeit machen und muss so es für uns arrangieren. Genau. Lasst mich noch mal kurz auf den Wettbewerb zurückkommen. Es war ja, wie wir jetzt wissen, ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen mit Blechverrückt aus Schwaben. Die es auch verdient gehabt hätten. Auf jeden Fall. Ich glaube, jede der Gruppen aus jedem, also eine aus jedem Regierungsbezirk, ich meine, hätte es verdient gehabt. Aber wie findet ihr denn die anderen? Habt ihr euch die überhaupt angehört? Und wie ist euer Verhältnis zu euren Konkurrenten? Ja, kennengelernt haben wir uns bis jetzt leider noch nicht. Aber wir haben uns natürlich die Videos alle angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, das war sehr, sehr starke Konkurrenz. Gerade die ersten drei waren wirklich auch sehr gute Musiker, muss man sagen. Hat uns auch sehr gut gefallen, was die machen. Ja, also ich finde auch. Alle haben es verdient, dass sie besonders gewürdigt werden. Die Traudi Sieferlinger hat auch einen hervorragenden Job gemacht, die Gruppen ja ausgesucht hat. Also es waren alle Beiträge waren wirklich hervorragend und großen Dank auch nochmal an Sie. Und an Thomas an der Kamera. Genau, großen Dank an die Traudi, jawohl, die das so toll eingefädelt hat. Alles. Also jetzt am kommenden Sonntag übermorgen, 16 Uhr, Herzkasperlzelt auf der Olden Wiesn, euer großer Auftritt. Ist es der größte bisher oder sagt ihr, na, das sind wir schon gewohnt? Kommt drauf an. Also ich denke, so Sachen wie beim deutschen Botschafter in Washington, da waren auch jede Menge Leute da und da war auch jede Menge los. Aber ich denke, in Deutschland ist das der größte Auftritt, den wir dann haben. Ja. Ist mir schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ein wenig. Wer kommt denn mit? Habt ihr einen Fanbus, der euch begleitet? Ein Fanbus nicht, aber wir haben natürlich unsere Frauen dabei und es kommen wohl auch andere Fans da noch angereist. Also ein paar werden schon da sein. Wir hoffen natürlich auf die ganzen Stimmen aus dem Internet, dass die alle am Sonntag dann auftauchen und da würden wir uns dann sehr freuen. Ja, das waren ja fast 10.000. Also wenn die alle ins Herzkasperlzelt kommen, dann müsst ihr ein bisschen zusammenrücken. Da wird es warm und gemütlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall werdet ihr eine super Stimmung dort machen. Das weiß ich jetzt schon. Der Michi Sporer, mein lieber Kollege hier bei Wir in Bayern, der wird das ja moderieren. 16 Uhr. Pünktlich sein? Ah ja, bei euch. Aber allen anderen sei es nochmal gesagt. 16 Uhr Herzkasperlzelt am kommenden Sonntag auf der Olden Wiesn. Viel Spaß euch bei eurem Auftritt und natürlich viel Erfolg. Dankeschön. Schön, dass ihr heute hier seid. Und jetzt spielen